Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, frei nach Gandhi. Zuerst ignorierten Sie ihn, dann lachten Sie über ihn, dann bekämpften Sie ihn und dann sorgte der Emissionshandel für den Kohleausstieg. Das hat uns keiner geglaubt, wird aber jetzt Realität. Was haben die unterschiedlichen Politiker schon alles gesagt? Was hören wir denn gerade? Er funktioniert nicht, er ist ein Witz. Der Emissionshandel bringt nichts für den Klimaschutz, es ist ein nicht funktionierendes Instrument. Und was haben wir jetzt gesehen? Oder was sehen wir jetzt gerade? Was sieht Agora gerade? Was sieht Edenhofer? Was sehen all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen Sie eigentlich immer folgen wollen? Sie sehen, dass die Emissionen ganz Europa sinken, deutlich. Immer dann, wenn der Emissionshandel da ist. Was sehen wir in den anderen Sektoren? Dass die Emissionen steigen, deutlich, in ganz Europa. Was können wir daraus ableiten? Der Emissionshandel funktioniert, der Rest nicht. Die planwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen, gerade die, die Sie eben angesprochen haben, funktionieren nicht. Und das belegt Ihnen doch jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin. Das belegt Ihnen jede Studie. Das belegt die Studie, die letzte Woche rauskam, von einem Institut, das nicht, wirklich nicht nah bei uns steht. Meine Damen und Herren, der Emissionshandel muss jetzt auf die Sektoren Verkehr und Wärme ausgeweitet werden, damit wir einen effizienten und funktionierenden Klimaschutz hinbekommen. Das muss das Ziel sein. Ich habe in den letzten Jahren, in den letzten Wochen und Monaten viel mit Fridays for Future diskutiert. Und da kam immer raus, dass natürlich das System des Emissionshandels ein komplexes ist, dass es schwierig ist, in den Ansätzen darüber zu diskutieren, dass wir ein CO2-Limit brauchen, dass CO2, dass den Ausstoß über CO2 über das Budget, das wir haben, hinaus verbietet. Und natürlich ist es schwierig für uns als Freie Demokraten, zu sagen, wir machen eine funktionierende staatliche Regelung im Sinne eines Verbots. Aber das ist das härteste Verbot, das man fordern kann. Und deswegen, liebe Grüne, stimmen Sie doch unserem Antrag zu, denn wir verbieten den Ausstoß von CO2 über dem Limit, das es gibt, hinaus. Und damit machen wir effizienten Klimaschutz, damit halten wir vor allen Dingen das Pariser Abkommen ein. Und das fordern Sie doch immer ein. Und gerade die SPD, die muss doch dieses ordnungsrechtliche Instrument des CO2-Limits gut finden. Und dann machen wir und dann organisieren wir die Verteilung, so wie sie am besten, am effizientesten funktioniert. Und da sind wir bei der Union. Das Richtige ist doch zu sagen, wir müssen Effizienz walten lassen. Wir können den einen Euro nur einmal ausgeben. Und das muss an der Stelle passieren, wo er am effizientesten funktioniert. Liebe SPD, liebe Grüne, lassen Sie doch mal für 5 Minuten die ideologischen Scheuklappen weg. Lassen Sie doch einfach mal für 5 Minuten die richtigen Lösungen folgen. Sagen Sie doch mal in 5 Minuten Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie nicht für ein CO2-Limit sind. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie nicht effizienten Klimaschutz umsetzen wollen. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie alles auf die lange Bank schieben. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie Milliarden an die Kohleunternehmen, an die Unternehmen ausgeben, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, obwohl es einen anderen, einen besseren, einen effizienteren Weg gäbe. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie das Geld, das Sie den Kohleverstromern geben, warum Sie das nicht in effizienten Klimaschutz stecken. Sagen Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern. Sagen Sie das den Leuten, warum Sie nicht für effizienten Klimaschutz sind. Weil das wäre der Ansatz, wo Sie wirklich was rausholen könnten. Meine Damen und Herren, ich sehe keine Argumente, die gegen die Ausweitung des Emissionshandels sprechen. Herr Gremmels, ich sehe vor allen Dingen noch ein bisschen Nachholbedarf, was die unterschiedlichen Studien angehen, auch zum EEG. Ich sehe aber vor allen Dingen, dass wir gemeinsam einen Weg finden können, wie wir dafür sorgen können, um es mit Edenhofer zu sagen, es wäre sinnvoller gewesen, wenn man den CO2-Preis und den CO2-Markt arbeiten lässt. Das sagt er heute zum Kohleausstieg. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns von der Wissenschaft leiten. Unite behind the science.